Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elden Ring. Holzfäller Ischda meldet sich zurück zum Dienst. Und auch heute haben wir wieder einen ganz speziellen Kandidaten in der Behandlung. Sehr seltenes Exemplar, doch leider ist da der Pilz im Motorholz drin. Ganz tief drin ist der. Und selbst mit meiner fast schon chirurgischen Präzision kann ich den da nicht unbeschadet rausschneiden. Dann zeig mir doch mal dein ganzes Können. Einmal, okay, zweimal, kommt mal der Schlag. Und zwei Stück kann ich dir auch so nebenbei reindrücken. Okay. Aber das darf nicht passieren. Da ist ganz schnell dunkel. Weißt du was? Ein Freund, ein guter Freund. Was macht er denn jetzt? Oh, da leuchtet mal kurz alles auf. Ich muss weg. Ich sag's noch. Medizin. Schön mit draufkloppen. Lässt du meinen Freund und Weggefährten? Und weg ist er. Da kommen wieder die Blitzer. Oh. Er hat ja doch noch gelebt. Eins, zwei. Und weg. Ach. Da kann ich wenigstens ein bisschen was schlürfen. Leicht dehydriert. Nicht doch schon wieder aufs Maul. Was tue ich? Ach. Hat er mich aber voll erwischt hier. Lass ich so in der Art und Weise nicht länger mit mir machen. Da werde ich ja ganz hibbelig. Och, schon wieder. Die Blitzdingers. Kannst das auch mal sein lassen? Zu kurz. Komm, den Dicken drücke ich dir jetzt noch. So viel Zeit muss sein. Okay, hat sogar komplett gereicht. Na schön, läuft. Gesprungene Magieschleierträne, gesprungene Blitzschleierträne und gesprungene Heiligschleierträne. Ja, wenn man jetzt wüsste, was man damit tut. Aber bin ich schon noch raus. Kann ich da jetzt auch noch was mitmachen mit dem Baum hier? Außer die Hände falten und beten? Nö. Nichts in den Töpfen. Nichts am Baum. Keine Beute. Gut, okay, jetzt vom Gegner ja, aber könnte ja auch mal was rumliegen. Ich sag's ja bloß. Was sagt denn da die Karte? Urbala. Jetzt könnte ich noch. Ach, stimmt, hier unten hat sich's ja auch aufgeteilt. Da hätte ich an der Stelle schon nach Westen abbiegen können. Oder direkt durch den Sumpf. Ich überlege gerade.
Oder von hier aus nach Westen. Auch möglich. Wo wäre denn der Pfad hier hingegangen? Da müsste ich eigentlich auch mal nach dem Rechten schauen. Das war Ruinen des Labyrinths. Moment mal, das war doch da, wo die Bären den Weg versperrt haben. War da doch noch ein Durchgang? Ach, so viele Möglichkeiten, wo ich gucken könnte. Ach, was soll's. Einfach mal von hier aus jetzt. Weiter ins Landesinnere vorarbeiten. Irgendwo werde ich schon ankommen. Aber dennoch beschleicht mich das Gefühl, als hätte ich hier irgendwas liegen lassen. Da gebe ich mich halt noch mal kurz mit euch ab. Und sie haben mich nicht zu ihrem Tanz eingeladen. Na, wie finde ich das denn? Nicht, dass ich mitmachen würde, aber wenigstens fragen wäre höflich. Gibt's denn zufällig mal wieder eine Höhle? Schon länger nichts mehr derartiges da gewesen. Und ich sehe auch gerade das schöne kleine Lämpchen, was ich mal bekommen hatte. Ja, ist wohl der Brennstoff ausgegangen. Hängt nicht mehr am Gürtel. Was ist da denn los? Ich dachte, das wäre für die Ewigkeit. Und wieso laufe ich ja eigentlich wieder zu Fuß? Und wieder Geräusche. Woher denn nun? Käfer! Ich höre einen Käfer. Aber ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich oben auf der Klippe drauf. Ach nein! Blindfisch! Dunkelschmiedestein! Oh! Hab ja nicht mehr so viel davon. Na gut, hatte auch nur zwei vorher, aber egal. Ja, das könnte mit Knochenbruch enden. Und das sieht aber eigentlich ganz danach aus, als könnte ich es mal nutzen. Oh. Schwierig. Ich gehe da jetzt runter. Das ist aber ein bisschen zu tief. Dann doch lieber der hier. Ui, knapp. Vorsicht ist geboten. Ich will auch gar nicht wissen, wer die Teile hier in den Fels gehämmert hat. Hört ihr's? Jetzt schlägt's 12 hier.
Ist das das magische Siegel der Akademie, von dem in der Vergangenheit mal gesprochen wurde? Sieht verdächtig danach aus. Oder nicht das Siegel, die Barriere, besser gesagt. Doch ein Siegel. Ohne einen Schimmersteinschlüssel kommt ihr nicht weiter. Tja, dummerweise verlegt. Da wäre jetzt so ein Schlüsselfinder ganz genial. Aber werde ich schon irgendwo auftreiben. Hochstraße von Bellum. Ups. Ja, sorry. Das ist ja, also, tut mir leid, dass ich dich nicht gesehen habe. Sag doch mal was. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. What a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to be whole, before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Yourself to the waters to find the coward's passage through the dim cavern. Eigentlich hatte ich das anders geplant. Er redet hier von Feigling. Ich doch nicht. Aber weiterhelfen konnte sie mir jetzt auch nicht wirklich. Boah, was ist denn eigentlich mit dem Glockenturm los? Soll das jetzt die ganze Zeit so gehen? Ja, wie ich berittene Soldaten mag. Er geht aufs Ganze mit seiner Lanze. Viel zu langsam. Nicht doch auch noch Magie einsetzen. Muss ich dich zurechtweisen? Oh. Tut mir leid. Den letzten Funkenleben entziehe ich dir aber auch noch. Hat er wieder eine Tröte in der Hand? Er hat wieder eine Tröte in der Hand. Da bleibt dir die Luft weg. Oh oh. Ach. Woher denn? Sag doch Bescheid. Ich hab ja gerade noch so viel an der Backe. Tschüss. Kleiner taktischer Rückzug. Damit man euch mal ein bisschen auseinanderziehen kann. Ist ja sowas von unfair. Na komm.
ist er denn jetzt hin? Da, rechte Seite. Ah, ja. Da kannst du stehen bleiben. Sehr günstig. Herangetreten. Schläge gibt's für alle. Oh nö. Miese Ratte. Oh, wenn ich dich erwische. Ach, willst du mir noch mal zeigen? Denkst du dir? Oh! Jetzt gucke ich aber ganz schön doof. Oh nö! Kurz nicht aufgepasst, Mund wieder zu weit aufgemacht. Und schon kommt die Schelle. Jetzt sind doch die fiesen Reiter wieder da. Na klar sind sie das. Hinterher! Oh, Ausdauer? Wenn das mal nicht gekonnt war, dann weiß ich auch nicht. Nummer 2. Wo stand er denn? Kam aus dem Nichts, aus dem Hinterhalt. Da hinten. Oh. Lass mal. Na? Diesmal hat er es wohl gar nicht gehört. Doch, hat er. Ich höre doch die Hufe. Mitten rein. Bleiben Sie hier. Habe noch eine Rechnung mit Ihnen offen. Oh, jetzt muss ich weg. Schlecht. Ach, was tue ich mich denn wieder schwer hier? Ja, lauf noch so hochnäsig drumherum. Ich darf ihn halt doch nicht auf seiner Tröte blasen lassen. Kommt dann die Hektik, wenn sie alle angedackelt kommen. Und das erst. Scheint heute nicht mein Tag zu sein. Wie so oft. Von der Seite machst du's. Ah.
mache ich das jetzt mal bei dem anderen auch. Wollte immer von hinten ran. Und da ist noch einer. Von der Seite. Aha. Das sind alles Informationen, die man braucht. Hätte ich nur gern vor den zwei Toten gehabt, aber hey. Jetzt kannst du ruhig blasen. Die dürfen kommen. Och nö. Noch einer. Kann jetzt nicht euer Ernst sein. Womit habe ich das verdient? Und ein Bogenschütze auch noch am Start. Oh, da bin ich aber hier gerade im Stiefelkreis drin. Die Schokoladenseite zeigst du mir. Endlich. Trifft man nicht alle Tage? Na, haben wir noch einen irgendwo versteckt? Hinter einem Baum, hinter einem Busch, unter einem Stein? Zuzutrauen ist dem alles. Ach so, da war ja noch einer. Mit seinem komischen Magie geschossen. Timing. Oh oh. Jetzt kein Ansturm machen, kein Ansturm, kein Ansturm. Tja, ist der Baum im Weg? War selbstverständlich alles genauso geplant. Da sehe ich's aufleuchten. Mal von oben. Und warum nicht gleich so von Anfang an? Learning by doing. Und wie es hier überall leuchtet, brauche ich das eigentlich nicht wirklich. Ruinenfragmente. Ach, lass ich liegen. So, und nun geradeaus weiter Richtung Norden. Ja, aber am Berg lang. An der Glibbe. Ja, ich sehe es. Ich bereite mich darauf vor. Eins, zwei, drei. Ihr wollt wohl nicht. Der andere, komm schon. So lange Arme habe ich nicht. Könnte ich doch auch noch raufkommen. Nein, komme ich nicht. Oder vielleicht ja auch doch. Nein.
kommt das nächste Bollwerk, was es zu stürmen gilt. Was? Ja, Bollwerk mit Katapult. Prima. Na, wird ja lustig. Ja, ich muss den Stein im Gesicht spüren. Erst dann lebt man. Hat mit Sicherheit auch wieder eine massive Reichweite, das Teil. Und da passt mir das doch ganz gut in den Kram, dass hier in der Kirche von Bellum noch so ein Ort der Gnade steht. Augenblick. Meine gierigen Augen und Finger. Oh, heilige Träne. Na schön. Dann versuche ich doch mal in der nächsten Folge irgendwie da reinzukommen. Orchenhändler auch noch am Start. Genau den könnte ich doch jetzt mal meine ganzen Runen in die Hand drücken. Hat bestimmt wieder was fürs Handwerks. Handwerksrepertoire. Jawohl. 2000 will ich haben. Rissschild, Werder, spärlich. Schwarzwappen, Dreieckschild. Kann ich nicht gebrauchen. Betört durch bohrte Gegner. Ja. Erhöht kurz den Fokus, erhöht kurz die Robustheit und erhöht kurz die Immunität. Dann. Well, be on your way then. War's das schon? Kein weiterer Bedarf. Und was sind das hier für Trantüten? Na, was gibt's? Lecker Süppchen. Ach nein, er kocht ja gar nichts. Na, da knüppel ich euch noch nie. Was ist denn? Ja, leck mich doch. Warte mal. Hat er mir gerade fast das ganze Leben mit einmal. Das ist unerhört. Da ist mir doch noch mal kurz das Herz in die Hose gerutscht, aber alles okay. Für später. Man will ja auch in der Zukunft noch was zu tun haben. Und da ist doch auch noch ein Muli. Ach nee, das war er hier. Tja, unten runter in die Schlucht rein, oben lang ins Bollwerk. Ich denke, meine Entscheidung steht fest. Das lockt mich dann doch schon an den Berg ran. Da geht's hinein. Aber nicht mehr heute. Denn für heute soll's das gewesen sein. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut.
Macht's besser.